select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Herzlich willkommen im Namen von Karlsruher Sportclub. 29. Spieltag der Oberliga. Karlsruher SC gegen FC Nettingen 2:3. 170 Zuschauer haben die Partie verfolgt. Wie immer natürlich das erste Statement vom Gästetrainer. Super von Kohlinger kann losgehen. Ja, unsere englischen Wochen neigen sich so langsam dem Ende. Jetzt geht es am Mittwoch weiter. Man sieht, dass meine Mannschaft auch so langsam, oder was heißt so langsam, so ziemlich auf dem Schlauch geht. Viele Spiele im Moment gehabt und sind ja, in den ersten 5 Minuten nicht so gut reingekommen, aber danach umso besser. Haben zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Tore gemacht. Ich habe gedacht, nach dem 3-0, jetzt ist es ein bisschen, ja, kann man ein bisschen ruhiger machen, aber da wird man immer des Besseren belehrt. Ich glaube, dass bei uns dann in der zweiten Halbzeit dann auch die Kräfte richtig nachgelassen haben, was auch, wie gesagt, auch verständlich ist. Durch den Markus Karl seine Verletzung wird unsere Personalsituation nicht besser. Und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt durch die letzten Wochen kommen. Wenn mehr geht, bin ich dann sehr, sehr zufrieden für die vielen Spiele jetzt, wo wir hatten, und haben es optimal herausgeholt, haben die nächsten 3 Punkte geholt, und da wollen wir jetzt am Mittwoch natürlich zu Hause in Reutlingen wieder anknüpfen und da versuchen, den nächsten Sieg zu landen. Wir wollen jetzt noch so viele Siege holen, wie es nur geht. Und dann werden wir zum Schluss sehen, wo wir dann landen. Und aber trotzdem großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie sich da reinwirft, wie sie kämpft, trotz dass die Kräfte immer mehr nachlassen, muss man schon den Hut ziehen. Und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank, Dubravko Kohlinger. Dann haben wir mal mit Steinstatement zur heutigen Partie. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz mit auch 2-3 Torchancen. Auch mit Sicherheit auch die erste Torchance im Spiel gehabt, die, wenn man die nutzt, vielleicht das Spiel ein bisschen anders geht. Es lief dann andersrum wieder, wie so oft bei uns. Hat der Gegner einen guten Konter gespielt, hatten vorher schon einen Konter, den wir nicht gut ausspielen. Jeden einzelnen in Führung. Und es blieb dann bis zur Halbzeit, glaube ich, ein offenes Spiel, wobei wir mit Sicherheit mehr Ballbesitz hatten, aber jetzt auch keine großen Torchancen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aus sehr, sehr einfachen Fehlern, sei es ein Zweikampf an der Außenlinie kein geführter Zweikampf im Zentrum, dann im 16er. Oder ein Torwartfehler, ja, das sind natürlich Einladungen für den Gegner, egal in welcher Liga. Wie sich die Jungs danach präsentiert haben, war wirklich stark. Ja, auch wir sind wirklich lange dezimiert, jetzt auch was die Spieleranzahl angeht. Wir können da nicht groß durchtauschen. Und ich glaube, die Jungs hätten es sich verdient gehabt, heute einen Punkt mitzunehmen, weil die ja auch die letzte halbe Stunde wirklich total tonangebend waren. Und, aber wir laufen halt immer diesen Rückständen hinterher, und das ist natürlich dann schwierig, von dieser Position aus dann was zu machen. Ja, aber ich sitze dann jede Woche da und erkläre, wie stolz ich auf die Jungs bin, und das bin ich wirklich. Ja, aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass man wirklich sehr, sehr leichte Fehler macht, die da zu Toren führen, wo der Gegner ein leichtes Spiel hat, dann auch die Tore zu machen, und wir selber machen die halt nicht. Deswegen Glückwunsch an Dubi. Wünsche euch viel Glück jetzt im Rest der Saison. Wir wollen gucken, dass wir auch noch ein paar Punkte sammeln, wobei natürlich, muss man ehrlich sein, die Ansetzung Sonntag, Dienstag, noch nicht mal 48 Stunden, muss ich fast mit dem gleichen Kader dann gegen Villingen ran. Das ist natürlich, da muss einer vom Verband eine besondere Idee gehabt haben bei der Ansetzung. Vielleicht kommt der Typ auch selber vorbei und dann guckt sich das Spiel am Dienstag an, weiß ich nicht. Aber da hat einer mal überhaupt gar nicht überlegt, wenn ich ehrlich bin. Vielen Dank von meiner Seite. Danke, Zlatan Bajramovic. Gibt es Fragen der anwesenden Journalisten? Herr Bajramovic,
Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass es die letzte Saison für die zweite Mannschaft ist. Ja, inwiefern ist es ein Thema auf dem Platz und auch außerhalb in den Köpfen für Ihre Mannschaft? Ja, das ist mit Sicherheit ein Thema. Ja. Das ist nicht direkt, dass man darüber spricht, ja, aber dass sich die Jungs Mannschaften und Vereine suchen müssen, dass dann auch Spieler beim Training fehlen, ist ja ganz normal. Ja. Und dass der eine oder andere vielleicht sich mal im Zweikampf auch mal hin und wieder vielleicht mal ja, nicht zu 110% reingeht, wie man es eigentlich müsste, ja, das ist dann irgendwo auch verständlich. Ja, ist der Situation geschuldet, aber ich muss nochmal sagen, dass uns keine Mannschaft jetzt die letzten Spiele irgendwie hergespielt hat oder sonst irgendwas, sondern wir waren wirklich immer auf gleicher Höhe mindestens und haben bloß die Ergebnisse nicht. Ja. Das tut ein bisschen weh, aber ich sage nochmal, wir sind selber schuld, ja, weil die Fehler, die wir machen, die müssen dann auch bestraft werden, ist klar. Also kurz eine Zwischenfrage, sind Sie nächste Saison auch, was SV Spielberg angeht, stark eingebunden? Ich? Ja, als Co-Trainer. Ich als Co-Trainer. Also ich meine Co-Trainer hier. Ob Sie da, was die Spieler, die dann zum SV Spielberg gehen, ob Sie da irgendwie involviert sind? Dann wissen Sie, wenn ich wüsste erstmal, wer zum SV Spielberg geht, wäre ich erstmal froh. Dann bin ich auch gespannt, ob der SV Spielberg die Klasse überhaupt hält. Ja? Und wie es mit der Kooperation der weiter aussieht. Also ich bin da gespannter als Sie, ja? Weil ja, da sind noch bestimmt ein paar Fragen offen. Ja, auch mit Sicherheit, welche Spieler dahin gehen. Also das ist, glaube ich, die alles entscheidende Frage. Die Liga-Zugehörigkeit ist ja erstmal egal, aber das soll eine Kooperation sein, wo beide Mannschaften was davon haben. Und das muss, glaube ich, als erstes geklärt werden. In der Presse hieß es, dass wenn SV Spielberg in der Verbandsliga spielt, dass die Kooperation trotzdem stattfindet. Ja, wie sehen Sie das? Ja, wenn das in der Presse so steht, dann muss es einer gesagt haben aus unserem Verein, der mit Sicherheit mehr Macht hat als ich. Und, aber nochmal, also wir müssen ja darauf warten, welche Spieler von unserem Verein beim SV Spielberg einschlagen. Also wo ist der Sinn, wenn bei SV Spielberg einer oder gar kein Spieler landen, wo ist der Sinn dann von der Kooperation? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Deswegen glaube ich, müssen wir einfach darauf warten, was passiert. Also vielleicht wissen Sie mehr, welche Spieler da schon unterschrieben haben. Ich weiß es noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weißt du schon, was der Markus hat? Ja, so wie es aussieht, ein Muskelfaserriss. Das habe ich gleich gesehen. Ich habe es gleich zum Zlatan gesagt, dass da irgendwas bestimmt gerissen ist. Aber müssen wir jetzt mal abwarten, was der Arztbericht oder der Arzt morgen sagt. Dann kann ich natürlich darauf hinweisen, Dienstag, 1. Mai, 15 Uhr, das Spiel wieder gegen Villingen. Hier im Wildparkstadion auf Platz 2. Unseren Gästen natürlich einen guten Nachhausweg. Unseren KSC-Freunden natürlich einen schönen Abend, schönen Sonntag. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.